Hallo und herzlich willkommen bei engelszunge.info. Ich bin heute nicht alleine hier in der Kneipe, sondern die Maren ist bei mir. Und wir werden jetzt mal über das Semesterticket reden. Das NRW-Semesterticket war ja lange Thema bei uns in der Show und auch lange Thema hier in der Studierendenschaft. Aber jetzt ist es, glaube ich, soweit, oder Maren? Ja, jetzt kommt es auf jeden Fall zum Sommersemester 2009. Wir haben jetzt endlich alle Verträge mit den Stadtwerken abgeschlossen und jetzt ist es sicher, es kommt. Also das können wir schon mal aufschreiben, NRW-Ticket ist da. Ja, also wir zahlen mehr ab nächstem Semester und kommen sehr viel weiter mit dem Ticket. Aber es gibt auch einige radikale Änderungen, was das Ticket angeht. Genau, also ganz wichtig ist, dass der Studierendenausweis nicht mehr automatisch das Semesterticket ist, sondern das sind jetzt zwei separate Dinge. Der Studierendenausweis zählt nur noch als Studierendenausweis. Den brauchen wir nicht mehr, um damit mit Bus und Bahn zu fahren, sondern das NRW-Ticket und VRR-Ticket drucken wir uns jetzt aus, selber. Das heißt ein Blatt Papier, was wir uns dann selber ausdrucken und mitfüllen müssen. Und da müssen wir uns immer drum kümmern, das müssen wir selber machen. Genau, also mit der Einschreibung kommt dann auch eine Info, dass wir uns im Wusel hier im System anmelden können und auf Semesterticket klicken können, was dann irgendwo zu finden ist im System. Und dann wird das NRW-Ticket erstellt. Das ist ein PDF-Dokument, was man sich dann ausdrucken kann und mitnehmen kann. Muss ich jetzt drei Ausweise mitnehmen, also Studieausweis, Personalausweis und dieses Ticket? Nee, also wir brauchen nur noch das ausgedruckte NRW-Ticket und einen amtlichen Lichtbildausweis, also Reisepass oder Personalausweis. Oder Führerschein, oder? Ja, der würde auch gehen, genau. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe, mein Personalausweis ist schon lange abgelaufen, aber trotzdem funktioniert es noch. Es ist super. Du hast uns das hier mal mitgebracht, wie das aussehen kann, dieses Ticket, und das blenden wir jetzt mal ein. Werden wir uns das hier genauer angucken. Ja, also die wichtigste Änderung ist halt, dass dieses Ticket besteht hier. Dann hat man hier NRW und VRR stehen. Das heißt, es gilt für VRR und NRW. Die bisherigen Vorteile im VRR bleiben bestehen, gelten aber nicht außerhalb des VRR. Dann steht nur der Name, das Geburtsdatum und die Matrikelnummer drauf, so wie wir das auch von dem Studierendenausweis kennen. Das ist hier eine Kennzahl auf dem Ticket, die dann auch, wo dann hinterlegt ist, ob das Ticket auch gültig ist. Und dann sieht man hier Barcodes, wo dann auch noch die persönlichen Daten, nur die, die dann auch da draufstehen, nochmal hinterlegt sind. Super, und damit können wir jetzt durch NRW reisen, ab dem nächsten Semester. Ganz genau, frei durch NRW mit Bus und Bahn, ja. Super. Gibt es noch irgendwas zu beachten? Es gibt so Ausnahmeregelungen? Ja, also außerhalb von NRW gibt es auch noch vereinzelt andere Randbezirke, wo man auch noch mit dem NRW-Ticket hinkommt. Das ist zum Beispiel die Stadt Osnabrück, wo man dann auch noch in der ganzen Stadt mitfahren kann, oder zum Flughafen Münster-Osnabrück. Es gibt auch noch weitere, aber genauere Informationen dazu bekommt ihr dann, wenn das Ticket letztendlich auch zum Ausdrucken bereitsteht. Und dann werden auch nochmal weitere Informationen dazu gegeben. Noch weitere Infos zum NRW-Ticket findet ihr auch in unserem Asta-Magazin, was im Januar jetzt auch rauskommt. Super. Da sind dann nochmal alle Infos komprimiert zusammen, dass man halt weiß, was mit dem neuen Ticket geht und was nicht geht. Habe ich noch was vergessen? Ja, vielleicht noch kurz. Dieses Ticket ist ja jetzt auf DIN A4. Ist nicht so schön handlich, aber man darf es natürlich ausschneiden und zusammenfalten und so in der Tasche mitnehmen. Man kann es sich auch 5-6 Mal ausdrucken, weil letztendlich für eine Person gilt nur ein Ticket und wie auch mit dem jetzigen Studierendenausweis, keine andere Person kann das Ticket benutzen. Man muss ja eh den Personalausweis dabei haben, deshalb kann man sich so oft ausdrucken, wie man möchte. Wenn man es verliert, ist egal, man braucht nicht unbedingt wieder einen neuen Studierendenausweis beantragen, sondern man druckt sich einfach das Ticket nochmal aus. Super, also fassen wir zusammen, das NRW-Semesterticket kommt, wir müssen uns das jetzt ausdrucken und wir müssen uns selber drum kümmern. Genau. Ganz wichtig, nicht vergessen, wenn ihr weiter mit Bus und Bahn fahren wollt, selber das Ticket ausdrucken. Das war's von engelszunge.info für dieses Jahr. Und nächstes Jahr gibt es eine Stipendienmesse. Genau, am 14. Januar von 10 bis 16 Uhr führen wir auf der Asta-Ebene eine Stipendienmesse durch. Da kommen dann verschiedene Stiftungen, die dann ihre Stipendienprogramme vorstellen. Da könnt ihr euch dann über alle Stipendienmöglichkeiten informieren und wie ihr halt während des Studiums an mehr Geld kommt. Super, wir freuen uns schon drauf und das ist ein super Zeitpunkt, jetzt die Show zu beenden. Hier direkt von der schicken Theke in der Kneipe. Das war engelszunge.info. Bis zum nächsten Mal. Ich kann ja auch zu Fuß gehen, sehe ich hier oben. Ja, stimmt, zu Fuß kann man auch gehen.
Das ist neu. Also mit dem neuen Ticket darf man auch zu Fuß gehen. Wenn man es dabei hat, ist man überall sicher. Ja. Super.